So, da sind wir und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Livestream Star Wars The Old Republic mit meinem Gaming Buddy Cookie Gabble. Sag mal hallo. 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 So, dann Hallo. gucken wir mal. Ach, das ist aber doof. Wie kann man mit den Shortkeys gar nicht wirklich arbeiten? Das Spiel lässt es nicht zu. Naja, egal. So, wir machen jetzt, wir haben jetzt mal vorgenommen, das neue Projekt, ja, Star Wars mal in Angriff zu nehmen. Haben wir eigentlich schon ewig lang, ich weiß gar nicht, Monate, glaube ich, ne, Cookie? Haben wir mal schon mal zumindest darüber gesprochen. Und vor Ziemlich lang. einer Woche haben wir es dann halt mal besprochen, dass wir es dann halt wirklich jetzt durchziehen. So, gerade Status. Du bist jetzt Abonnent, du hast uneingeschränkten Zugang zu allen Spielfunktionen und Belohnungen. Du kannst diese Vorteile nutzen, solange du Abonnent bist oder eine Spielzeitkarte. Was? Spielzeit aktiv bist. Achso. Abonnieren oder fortsetzen? Na, wenn ich schon Abonnent bin, brauche ich ja nur fortsetzen, oder? So. Ja, man sieht schon, ne? Dass es abgerissen ist hier. Was, wo ist was abgerissen? Da hier so. Auf dem Bild. Ich sehe nichts. Ich sehe nur, dass deine Rüstung relativ abgerissen ist. Ach so, da an der Seite, ja. Ja. Fehlt aber ganz schön viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da wirklich verloren geht, dann nachher im Spiel. Naja, die ganze eine Seite muss halt ein bisschen neu ziehen. Ja, auf der anderen Seite fehlt ja auch alles. Ich habe bloß einen riesen Monitor. Damit kommt der OBS nicht klar. Naja, es ist nur die Minimap auf der Seite und vielleicht auf der anderen Seite der Chat. Je nachdem, wie du dein Interface machst. Aber es reicht wahrscheinlich zum Sehen, was du willst. Nun gut. So, du musst mir mal ein bisschen helfen hier. Ich habe hier ein paar Charaktere. Charakter erstellen. Ah, oh Gott, hier. Knights of the Eternal Throne. Knights of the Ganz oben. Fallen Empire oder Star Wars The Old Republic. Gratis-Test. Stufenschuh. Wir nehmen Old Republic, ganz unten, ist klar, ne? Weil das andere, da kommen wir, da wachsen wir rein, oder? Das ist ja was für eine Frage. Richtig. Boah. Achso, der hat ja schon hier Sith Inquisitor. Sith Hexer, Sith Atten. Das ist neu. Also für mich neu. Naja, das ist jetzt halt. Früher hattest du die Klasse, also die Klasse erstellt und im Spiel hast du dich entschieden, was du von beiden Genau. jetzt zu machen. Richtig. Das ist jetzt direkt bei der Charaktererstellung. Meine Fresse. So, und wo kann ich jetzt hier die Leute auswählen? Welche Leute? Muss ich auf Weitergehen oder kann ich jetzt schon hier irgendwie... Muss die Klasse auswählen, die du spielen willst, dann klickst du unten weiter und dann kannst du das Volk auswählen, dann kannst du Ach, hier ist das Volk. Geschlecht auswählen und dann. Ihr seid hässlich. Was? Die muss man freischalten, die Spezies? Ja, weil sie früher halt nicht für die Klasse verfügbar waren oder die Fraktion. Hera Luca, die sind ja cool. Die haben eine Augenbinde. Weil sie blind sind. Wie geil ist das denn? Und was ist das hier? Cyborg. Ey, das Einzige, was hier in Frage kommt, ist halt mal der Mensch, ne? Nee, machen wir doch schon mal einen richtigen hier. Ja, genau, sowas war schon ganz geil. So, und dann gehe ich auf Weiter und dann kann ich meinen Charakter erstellen, ne? Pipeline, meinen Nein oder nicht? Ich nehme aber hier diesmal ein Pipeline, weil Sith Pipelines. Was hat die denn auf der Stirn? Ich glaube, das kannst du bei den Haaren ändern.
mit der, genau, ja. Boah, so richtig schön dicke Möpse. Oh, Entschuldigung. Ja, guck das mal hier. Klingt spannend. Huch. Guck mal, jetzt sind das nur noch Mückenstiche. Pass mal auf. Blub. Muss sein. So. Kopf. Guck mich an. Soll ich mich angucken? Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Oh, die ist aber total hübsch, ne? Schon. Ich kann mich erinnern, dass ich die damals alle hübsch machen musste. Das ist ein schön arroganter Blick. Oder? Nee, eher schläfrig, ne? Welches war denn das Original? Das Original war schon... Oh. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Ja, genau, böse. Sei böse zu mir. Das, na, war das. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Guten Abend. Was für eine Hakennase. Was sind das denn für Narben? Das sind doch keine Narben. Das sind Narben. Sieht sich aus wie Frankenweenie. Oder hier. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Nee, die Lady darf keine Narben haben. Die... Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Was kannst du denn hier alles? Mach dich mal weiß hier. Was hat die denn, ey? Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Ja, der. Ich will eine richtig schön weiße... Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Boah, hier richtig alt. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Das klingt spannend. Ach, blau in der Fresse ist auch scheiße. Boah, wie geil war das denn? Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Na, wenn sie eh nachher alles schwarz, wenn ich jetzt mal mit dir fertig bin, Madame. Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche? Du riechst keine Angst. Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche? Das klingt spannend. So, Augenfarbe... Wird eh nachher alles rot. Wo ist Gift? Gelb. 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 Grün. Gelb. Kosmetik. Was? Der, du sollst Leute töten. Boah, die ist aber geil. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Das klingt spannend. Auch nicht schlecht. 25, 26 gefällt mir schon mal ganz gut. Amidala? Nee. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Sieht total angemalt aus. Oder 27. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Was sagst du, 14 oder 27? Was? 14 oder 27? Was ist 14 oder was ist 27? 14 ist mit wenig und das andere war halt sehr viel. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Ich würde das vorher nehmen. 14? Das mit wenig? Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Hm? Das mit viel. Das mit viel? Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Ich finde aber, die Lippen sollten nicht angemalt sein. Aber egal. Haare. 30. Ach Gott. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet.
Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche? Du riechst keine Angst, Madame. Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche? Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche? Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder? 27 gefällt mir schon mal ganz gut. Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder? 26 gefällt mir auch gut. Oh, die gefallen mir alle ganz gut. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Das andere sind also nicht Jedi-Frisuren. Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Oh Gott. Das klingt spannend. Das klingt spannend. Das klingt spannend. Oh, Glatze ist auch nicht schlecht. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. 25, 26, 27. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Das klingt spannend. 26, Haarfarbe. Ich glaube, das wird eher ein Let's Play von wir erstellen meinen Charakter. Das habe ich immer so. Wo ist denn schwarz hier? Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Ist doch kackgrün hier, oder was? Was ist das? Kann ich auch von oben gucken? Nein. Sechs die schwarz? Oder ist 10 schwarz? Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. 10 wahrscheinlich. Ich nehme die 10. So, Hautfarbe. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Ich dachte, ich kann auch noch mal die Größe einstellen, dass sie klein sein soll. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Was machst du über die Körperdingens? Was? Über die Körperform. Ach so. Es war damals anders. Ich habe klein und dick immer gemacht damals. Gibt's aber nicht mehr. Ja doch, gibt's schon als ganz links. Glaube ich, ist klein und dick. Ganz rechts? Nee, ganz rechts ist kleiner und dicker, ja. So, Mormon gibt es bestimmt schon. Es gibt fast alle zufälligen Namen ja, schon. Ja, aber guck mal, du kannst ja mit den Namen kannst ja ein bisschen tricksen, das kannst gar nicht sehen, scheiße. Nein, ich sehe nur Baum. Bäm, hat gleich geklappt. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Der Prolog. Der Sith-Inquisitor. Die dunkle Seite wird immer stärker. Das Sith-Imperium hat einen bedeutenden Sieg gegen die Galaktische Republik und ihre Jedi-Beschützer errungen und dabei zahlreiche neue Welten erobert und versklavt. Nun herrscht ein zerbrechlicher Frieden und das Imperium schickt seine Sklaven zur alten Sith-Hochburg Korriban, in der Hoffnung, dort mächtige Relikte zu finden, mit denen die Galaxis beherrschen kann. Ein besonderes Machttalent unter den Sklaven wurde soeben aus der Knechtschaft entlassen, um die dunklen Künste der Sith zu meistern.
oder bei dem Versuch nicht zu sterben. Ich bin für Letzteres. Ja, ja. Du wirst mich ja feiern, wenn ich wieder 20.000 Mal hintereinander abkatze und mich schon wieder künstlich aufrege. Jetzt gleich kommt bestimmt das Raumschiff. Da kommt immer eine Ecke reingeflogen. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Ohne ist doof. Es kommt immer ein... Da ist das... Und jetzt kommt von oben auch noch eine, oder? Ja! Ja, das ist halt das Star Wars. Ist nur bei dem letzten... Vorletzten war das nicht so. Vorletzten? Ich weiß nicht, ob das Rogue One war oder halt... Bei Rogue One haben sie es nicht gemacht, weil es kein Star Wars Film in dem Sinne von der Trilogie her war. Ich kann mich aber auch nicht erinnern. Oh, Leertaste drücken, um fortzufahren. Das Intro ist nur für die von Star Wars. Also die Story sozusagen von 1 bis 6 weiterführen. Oh, endlich ist er da. Jetzt muss er noch das ganze Gelaber da anhören. Oh, ich bin so sexy, ey. Bist du mich an, dämlicher Sith? Ach, der guckt aber freundlich. Ah, endlich bist du auch eingetroffen. Hoffentlich hältst du dich nicht für etwas Besonderes. Doch, weil ich eigentlich bin. Es wäre Schande, wenn dir die Freiheit zu Kopf steigen würde. Oder du glaubst, dass du die Prüfungen zum Sith nicht bestehen müsstest. Lord Zesh möchte, dass ich unter euch Ungeziefer nach jemandem suche, der würdig ist, ihr Schüler zu werden. Genau das werde ich tun. Oh, 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 oh. Lord Zesh möchte einen Ungeziefer... Okay, das könnten wir schaffen. Keine Tränen, bitte. Bitte werdet nicht sentimental. Wir haben uns alle doch gerade erst getroffen. Das werde ich nicht. Gut, der Rest von euch Insekten kennt seine Aufgabe bereits. Fangt an, während ich unsere Nachzügler auf den neuesten Stand bringe. Ey, die beiden sahen gleich aus. Zwillinge. Passt auf euch auf und macht euch keine Sorgen. Alles wird gut. Er kann uns nicht alle töten. Danke, ich habe keine Angst. Wir können ihn erledigen. Ich greife von vorne an, ihr von hinten. Mal sehen, was er drauf hat. Ich glaube, das solltet ihr ohne mich ausprobieren. Und jetzt zu deiner Prüfung. In Ajunta Pauls Grab im Tal der Dunklen Lords lebt ein Einsiedler namens Spindral. Spindral ist wahnsinnig, aber für Lord Zesh ist er eine Art Prophet. Sobald du ihn gefunden hast, wird er dich prüfen. Je herausfordernder, desto besser. Doch genug geredet. Du kennst deine Aufgabe. Spindral lebt in Ajunta Pauls Grab im Tal der Dunklen Lords. Lass Spindral nicht warten. Werd ich nicht. So. Da bin ich. Huch, oh Gott. Die Steuerung ist ja kacke. War das immer schon so? Mhm. Und was ist das für ein bescheuerter Name jetzt da drüber? Oh. Das haben wir schon mal. Das ist deine Legacy. Kann ich die löschen? Ja. Okay, ich muss mal ganz kurz was testen. Zack. Auch nicht hin. Zack. Das ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Bewegen. WASD. Gut. Hüpfen. Ah. Fortsetzen. Hier. Maus links, rechts. Rechte Maus gedrückt, während du die Maus bewegst, den Charakter die Kamera zu drehen. Jo. Geschichtenmission, Mission, Angebot, Exploration Mission, wiederholbare Mission. Krass, scheiße. Jo. Eine epische Sage geht weiter. Bla bla bla. Gut. Wenn du Tipps hast, dann sag es.
Achso, E-Mails kann ich hier nicht lesen. Dafür brauche ich ein Terminal oder so ein Blödsinn, ne? Ja. Kommst du gleich dran vorbei. Und dann sitzt da so ein Skelett, das bin ich. Oh, was ist das? Kann ich hier hochlaufen? Interessant. Das ist ja schon wieder so ein Fragezeichen. Ja, auf das Planetensymbol neben der Minikarte der Weltkarte zu öffnen. Da, Kantina, okay. Gut, grüne Pfeil, enden der Mission, bla 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 bla. Planetensymbol? Meint er das Planetensymbol hier oben? Nee. Der Kunden ist aber was ganz Neues, ne? Ich glaube schon. Ich habe noch nichts davon gehabt. Da unten ist ein Fragezeichen, muss ich da. Ach nee, das ist ja mein. So, wähle deinen Gegner aus. Blablabla. Linke Maus, das ist, wenn du ihn anklickst. So. Achso, und dann 1, 2, 3, 4. Okay. Ich muss raus, ne? Hier unten ist nichts mehr. Was ist mit dir? Jetzt. Sind wir noch da unten drin? Ich bin draußen rausgegangen gerade. Gruppe einladen. Nö. Nö. Server. Ich habe nirgendwo die Serverauswahl gesehen. Scheiße. Das ist es bestimmt, ne? Einstellung kann ich, das kann ich nicht. Ich bin auf einem ganz anderen Server. Ich muss nochmal rausgehen. Bist du nicht auf Darth Malgus? Nee, ich bin nicht auf Darth Malgus. Hat er mich auch nicht gefragt, wenn ich nicht dran gedacht. Wenn ich den jetzt lösche, kann ich auch gleich bestimmt neu machen, ne? Du kannst auch einfach den Charakter bestehen lassen. Nee. Doch. Ich muss den doch, ich will doch den gleichen machen. Ja und? Das ist doch ein anderer Server, das ist doch scheißegal, was du auf dem Server hast. Sicher? Excuse my French, ja. Achso, dann muss ich aber jetzt trotzdem irgendwo den Server auswählen. Wo kann ich denn das? Serverauswahl. So, Darth Morgus. Ey, ist nicht dein Ernst! Du spielst wirklich auf dem Server, wo englische Leute sind? Ja. Warum? Warum nicht? Weil ich kein Englisch spreche. Ist doch egal, du sprichst doch eh nicht mit den Leuten. Aber du Ey, das ist doch totaler Quatsch jetzt wieder. Willst du nicht rüberkommen? Aber da habe ich keine Charaktere. Du machst doch eh einen neuen, oder nicht? Ja, aber da habe ich kein Geld. Du hast kein Geld. Oder hast du Geld? Wir brauchen kein Geld. Doch, brauchen wir. Du kriegst doch so oder so Geld. Ach, schrecklich. Englisch. Mann, Mann, Mann. Komm mal bitte rüber. Ach, auf Tulacord auch noch. Das ist der einzige Name, der deutsch ist. Schwachmann-Server. Wieso? Weil Tulacord. Moment. Das ist doch der, ne? Hab ich den jetzt?